Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Blau Randomizer Nuzlocke. Wir befinden uns hier in Saffronia City und müssen auch das Kampf-Dojo erledigen. Ich habe ja im letzten Part versehentlich mal wieder gegen die Regel gebrochen. Dementsprechend musste Cassie auf die Bank, also auf dem PC war ich natürlich, und dementsprechend, ja, ist... nicht Cassie, ich meine Gaius, also Zapdos. Und dementsprechend ist Zapdos für diesen Part nicht dabei. Und ich sag gerade eben auch schon Bank, ja. Ich habe so viel TCG Online gespielt mit der Bank, ne? Da hat man ja eine Bank logischerweise. Also es ist logischerweise, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, man merkt es vielleicht. Ich habe viel zu viel TCG gespielt. Egal, so, wir werden nochmal die ganzen Limonaden hier verschwenden sozusagen. Ja, kommen auch für die paar KP noch auf Chara. Oder haben wir noch irgendwie was zum Aufheilen? Nee. Also was anderes, was eben nicht so viel KP macht, sondern vielleicht nur 20 wie ein Trank, aber nee, leider nicht. Das heißt, jetzt geht es ran gegen den Karate-Meister. Ich leite die Pokémon-Arena, du forderst mich heraus, ich kenne keine Gnade, los geht's. Okay, das wird interessant. Und was hat der Karate-Meister bzw. Bugcatcher? Ein Satzenia, okay, das ist nicht schön, weil wir haben leider Gaius nicht dabei. Und ich habe eigentlich auch nichts zum Reinwechseln, eigentlich muss ich einfach drin bleiben. Und wir sind schneller und können ihn immerhin einschläfern, weil man ja hier noch die Pflanzenbogen einschläfern kann. Also machen wir es jetzt einfach so und ich würde sagen, jetzt speeden wir auch einfach mal, während ich hier den Set Rasierblatt drücke, oder? Ja, komm. Weil wir machen kaum Schaden, ihr seht es. Oh, das ist echt traurig. Das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig. Schaut euch den Schaden an, Mann. Schaut euch den Schaden an. Jetzt werden wir ihn wieder einschläfern, damit er uns nichts machen kann. Und wir treffen glücklicherweise. Das ist sehr, sehr schön. Und wieder Rasierblatt. Das ist so traurig. Aber wir müssen gerade einfach Rasierblatt spammen. Was anderes können wir nicht machen. Auch wenn wir dadurch extrem viel AP verlieren. Aber wir haben nichts gegen die Satzenia. So, und jetzt werden wir nochmal Rasierblatt drücken. Natürlich geht es daneben. Aber, nee. Oder? Doch, egal. Auf jeden Fall. Tschüss, Satzenia. Und er hat noch Gifloor. Wieso hat er die ganzen Pflanzen-Pokémon? Und ich kann nichts dagegen machen. Wieso? Gifloor, bin ich schneller, kann dann Schaufler drücken? Nee, das ist kein KO. Ich kann auf Paul gehen. Scheiger macht halt nichts. Cassie. Auch wenn es ein Feuer-Pokémon ist, aber es ist auf Level 20. Ja, ich muss jetzt hier rauswechseln auf Paul und ich kann ihn auch nicht toxinieren, weil er ein Gift-Typus ist, denke ich mal, dass es auch so ist. Und Blättersanz hat er auch noch. Ja, nice. Ich muss wieder an Chara wechseln. Ja, nice. Das ist super. Schlafpuder, go. Bitte rette mich. Ich muss jetzt hier wieder dasselbe spammen wie vorher. Und schon wieder geht... wacht er auf und es geht immer nicht daneben. Ich muss wieder Rasierblatt spammen. Was anderes kann ich nicht machen. Das ist doch traurig. Ich drücke einfach mal Kaskade. Das macht immer genauso viel Schaden. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Das ist doch dumm. Das ist doch richtig dumm. Immerhin hat er sich verwirrt mit dem Blättertanz, aber... Ja, jetzt ist er nicht mehr verwirrt. Okay, nochmal Schlafpuder, jetzt schläft er und jetzt kann ich nochmal Kaskade spammen. Und jetzt habe ich gleich dieses Gifloor down bekommen. Ja, nice. Hat ja auch keine Jahre gedauert. Gut, das war ein sehr, sehr nerviger Kampf, aber wir haben es geschafft. Dementsprechend GG sozusagen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt irgendwas Cooles hier bekommen von den beiden Pokémon hier hinten. Ja, bla bla bla, preisgekröntes Kampf-Pokémon. Was bekommen wir? Ein Nebulak. Okay, das ist ganz cool. Und was ist das zweite Pokémon? Erstmal nochmal nachschauen. Das zweite Pokémon ist ein Vulpix. Nee, das brauchen wir nicht. Dementsprechend nehmen wir uns das Nebulak. Das ist ziemlich cool. Und ja, damit haben wir einen Nebulak im Team. Möchtest du Kickni, das trittstarke Pokémon, nehmen? Ja, natürlich. Nebulak, das trittstarke Pokémon. Wie nenne ich Nebulak? Ich habe gerade keine Ahnung. Also würde ich sagen, schaue ich einmal ganz kurz nach einem Namen. Bis gleich. So, ich benenne das Nebulak nach Sheroxa und ja, dann haben wir dieses Nebulak auch im Team. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es mit reinnehmen werde, aber eigentlich ist Gengar schon ziemlich gut, wenn man die richtigen TMs dafür hat. Und die haben wir eigentlich nicht, dementsprechend weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Hm, schwierig, schwierig. Aber okay, wir werden schauen. Ich werde jetzt sowieso Nebulak erstmal in diesem Part wahrscheinlich im Team behalten, einfach nur, weil ich Gaius sowieso nicht haben kann und dementsprechend, ja... Würde ich sagen, gehen wir tatsächlich schon mal in die Arena. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, wir müssen schon mal ein paar Kämpfe im Vorfeld machen. Auch wenn wir momentan für den Level nicht gut aufgestellt sind. Müssen wir es, glaube ich, machen, oder? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich es machen soll. Ich weiß es nicht. Ich werde es, glaube ich, machen. Ich werde das so machen. Ja, passt schon. Okay, dann können wir jetzt hier nochmal eine Limonade auf Paul einsetzen und dann die Pokéflöte einsetzen, denn die haben wir auch. Wir können aber die Pokéflöte natürlich nicht im Kampf extra mehrmals einsetzen. Das geht natürlich nicht. Das zählt als einzelnes Item. Also als Heil-Item. Das heißt, wenn ich die Pokéflöte einmal einsetze, ist das so, als würde ich einen Hyperheiler auch auf einen Pokémon einsetzen. So, sind jetzt die schlafenden Pokémon aufgewacht? Nee, hä, was? Kann ich die Pokéflöte nur im Kampf einsetzen? Die Pokéflöte wurde gespielt, eine schöne Melodie.
Ja, und das war's? Muss ich das hier draußen machen oder wieso ist das jetzt so? Hä? Normalerweise dachte ich, man könnte auch die Pokémon draußen wenn man nicht in einem Kampf ist, aufwecken, so meine ich. Das, okay, interessant, schön zu wissen, haben wir auch mal wieder was dazugelernt. Dann müssen wir jetzt tatsächlich einen Hyperheiler verwenden. Dann machen wir das halt so, okay, auf die andere Art und Weise. Gut, dann geht's jetzt erstmal gegen ein paar Arena-Leiter-Typis hier. Also nicht Arena-Leiter-Typis, sondern Arenen-Kämpfer, komische Leute. Ich habe kein Wort. Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Sprite, der kam mir gar nicht bekannt vor. Den wir gerade eben hier gesehen haben, von dem Typen. Den kenne ich tatsächlich. Oh, ich wollte nicht auf Kaskade gehen. Das war ein Missklick. Come on, jetzt speed ich das. Natürlich. Wird Rasierblatt blockiert. Natürlich, weil ich so dumm war, versehentlich gemissklickt habe. Ah, super ist das. Egal, passiert. Gut, wir wechseln einfach mal raus, um nochmal anderen Pokémon Erfahrungspunkte zu geben, wie zum Beispiel Paul hier. Damit er auch nochmal ein bisschen Erfahrung bekommt. Aquaknarre, ja, kannst du gerne einsetzen. Paul ist doch so ziemlich egal, das werde ich jetzt auch speeden, das sind so unnötige Kämpfe. Was kann ich sonst, wobei, ja, speeden muss ich nicht unbedingt, aber was kann ich sonst noch so erzählen? Ich habe, ja, ein bisschen was zu erzählen, doch, tatsächlich sogar. Ich warte momentan auch auf ein Paket, denn ich habe es schon auf Twitter gepostet. Ich werde demnächst ein Trading Card Game Display Unboxing machen, ja, also TCG Display Unboxing machen, denn ich habe bin eine kleine Kooperation mit Card Market angegangen, dementsprechend, ja, kann ich euch demnächst ein TCG-Display-Opening hoffentlich zeigen, machen, bereiten. Keine Ahnung, momentan fehlen mir gerade die Worte. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Auf jeden Fall, ja, dann kommen hoffentlich demnächst ein paar TCG-Display-Unboxings. Darauf habe ich zumindest sehr, sehr viel Lust, denn kleiner Fun-Fact am Rande. Ich habe noch nie, also wirklich noch nie, in meiner Kindheit nie, gar nicht, nada, niente, einen Pokémon-Booster geöffnet. Ja, ich weiß, ich hatte keine Kindheit, das ist mir bewusst. Aber ich habe es einfach nie geöffnet. Ich habe damals Pokémon-Karten gesammelt. Und das fing alles damit an, dass ich im Kindergarten mit 3, 4 Jahren habe ich vor so einem Bällebad, falls ihr das kennt, so Bälle halt in einem kleinen Bad. Ja, gute Beschreibung, Present, gute Beschreibung. Auf jeden Fall vor so einem kleinen Bällebad in unserem alten Kindergarten habe ich eine Radfratzkarte gefunden. Und damit fing alles an. Damit fing alles an, mit dieser Radfratzkarte. Und dann habe ich halt angefangen zu sammeln. Also ich habe auch teilweise anfangs welche von meinen Freunden geschenkt bekommen, irgendwie 3, 4, 5 Karten oder so. Und dann habe ich mir angefangen, Karten zu ertauschen und dies und das. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr. Und dann hatte ich am Ende doch einen relativ großen Stapel. Also für mich damals großes, war jetzt im Vergleich zu anderen, die extrem viel gesammelt hatten und eben auch Booster geöffnet hatten und so weiter und so fort, nicht so viel, aber für mich waren das eben relativ viele Karten. Diese sind dann aber leider, ist aber kaputt gegangen, weil ich diese in meiner Hosentasche hatte, wie man das eben so als kleines Kind hatte, weil man sie eben mitgenommen hat zu Freunden und was weiß ich. Und dann sind sie halt in der Hosentasche gelandet. Und ja, dann hatte ich eben diesen Stapel Pokémon-Karten in meiner Hosentasche. Und wie das eben so ist, man holt nicht immer die Karten aus der Hosentasche raus, selbst wenn die Hose in der Wäsche landet und dementsprechend ist die Hose eben in der Wäsche mit den Pokémon-Karten gelandet und alle, also nicht alle, aber ein Großteil der Karten war dann eben futsch, was etwas blöd war. Und dementsprechend, ja, war ich erstmal natürlich sehr traurig, dann waren ein paar Karten noch intakt und dann habe ich dann doch wieder angefangen zu sammeln, habe dann letztendlich doch wieder fast einen ähnlichen Stapel zusammensammeln können nach einiger Zeit und ja. Das alles ohne jemals ein Display auf jeden Fall, ein Booster geöffnet zu haben. Und dementsprechend wird es eine Premiere für mich und ich bin extrem, also nicht gehypt, aber ich freue mich, wie so ein kleines Kind tatsächlich sogar, weil ich eben selber sowas nie gemacht habe und ich mag solche Openings generell. Also ich schaue es mir gerne an und würde es eben auch gerne selber machen, logischerweise, sonst würde ich es auch nicht machen wollen. Und dementsprechend freue ich mich da schon drauf. Und hoffe einfach mal, dass es demnächst ankommt, damit ich die Videos da für euch aufnehmen kann. Und mal schauen, wie das wird. Ich bin gespannt, wie das alles wird. Das wird ja was ganz Neues für mich. Ihr werdet sogar meine Hände sehen, Guys. Meine Hände. Ist das krass? Ja, das ist super krass.
dass sie einfach meine Hände sehen können. Alter. Das ist schon ein bisschen hart. Ja, ja, ich weiß. Danke, danke. Naja, auf jeden Fall, so viel zu der Thematik hier, Booster und so weiter, Display, demnächst dann auf meinem Kanal hoffentlich. Mal schauen, wie das laufen wird. Und ja, dann werden wir mal schauen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Vielleicht wird es dann dementsprechend auch neue, also nicht neue, sondern weitere Display-Unboxings geben, wenn eben die von Cardmarket sehen, Alter, das kommt ja anscheinend ganz gut an. Da müssen wir auf jeden Fall noch mehr hier, ne, dem Typen da schicken und vielleicht könnte es dementsprechend danach noch mehr geben. Aber erstmal mache ich sowieso das und ich werde jetzt hier nicht irgendwie alle zwei Tage ein Display-Unboxing oder so machen. Gibt ja auch Kanäle, die wirklich nur auf TCG ausgelegt sind. Und das werde ich jetzt nicht machen oder so. Aber natürlich vielleicht, wenn es klappt, alle ein bis zwei Monate mal so ein Display aufmachen. Das wäre ziemlich cool zumindest zum Beispiel, oder zum Beispiel zumindest für das neue Display, was demnächst erscheint. Ich glaube Anfang August ist es soweit. Und zwar Steam Siege. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißen wird. Auf jeden Fall, ja, kommt dieses Display dann Anfang August. Vielleicht kann man da ja auch irgendwas machen. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Mal schauen, mal schauen. Ich bin ja momentan auch extrem im TCG-Hype. Ich habe auch schon insgesamt 11 Videos aufgenommen fürs TCG, und zwar TCG Online-Unboxing-Videos. Also so viel zu dem Thema, es kommen nicht alle zwei Tage TCG-Unboxing-Videos, doch werden tatsächlich, aber nicht eben im Real-Life, sondern ja, online, Trading Card Game Online-Videos. Darauf habe ich extrem viel Lust und habe auch schon, wie gesagt, einiges davon aufgenommen, weil ich dann relativ viele Booster hatte. Und ja, dementsprechend wird da wahrscheinlich alle ein bis zwei Tage auch noch ein Video, sobald ich eben die Grafik dafür fertig gemacht habe, also das Thumbnail, wird das erscheinen, denn ja, ich habe, wie gesagt, viel aufgenommen und das wird dann eben so als kleines Extra-Video sein. Die Videos werden auch nicht wirklich lang sein, das wird dann auch wirklich als zweites, vielleicht auch drittes Video, je nachdem, was an dem Tag noch erscheint, auf dem Kanal erscheinen. Also ja, nichts Besonderes, auch nicht krass bearbeitet oder was weiß ich was, sondern einfach nur so ein bisschen nebenbei ein paar Booster öffnen und ich mag es selber gerne solchen Content mir anzuschauen, deswegen dachte ich mir, wieso nicht das auch auf meinem Kanal bringen? Wenn ich es mir gerne anschaue, dann ja, mache ich gerne auch das auf YouTube, was ich mir selber gerne anschauen würde. Ja, ist, denke ich mal, sinnig. Ich glaube schon. Egal, gut. Ja, soviel zu dem Thema heute mal Trading Card Game Online oder Trading Card Game generell, das Pokémon Trading Card Game. Ich habe mich damals wirklich nie damit beschäftigt. Ich habe zwar als kleines Kind es ein bisschen spielen wollen, aber ich habe es nie so richtig verstanden. Was heißt nie so richtig verstanden? Also ich habe schon ungefähr verstanden, aber ist jetzt nicht so, dass ich hundertprozentig gewusst habe, was ich da gemacht habe. Aber das ist, denke ich mal, normal. Glaube ich, denke ich. Aber da war ich auch sehr, sehr jung. Das ist schon lange her. Und Komprimator Slimog, ist das jetzt dein Ernst? Ach, come on. Ich muss einfach in Kusha reinwechseln und hoffen, dass er vielleicht trifft. Deswegen spiele ich auch, weil er wahrscheinlich sowieso nicht treffen wird, oder? Ja doch, er trifft tatsächlich. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist auch ein bisschen mehr Glück als Verstand dabei gewesen. Aber ich nehme das natürlich gerne an. Das nimmt man doch, ja, gerne. Ja, auf jeden Fall. Hyperheiler nochmal, dann nicht Pause, sondern Kusha kurz mal heilen, damit wir hier nicht durch Vergiftung sterben. Das wäre natürlich nicht so schön. Und jetzt nochmal ein paar Kämpfe hier machen. Dann haben wir eigentlich auch schon fast alle Kämpfe hier gemacht und müssen dann wirklich nur noch die Arenaleiterin machen. Die werden wir dann machen, sobald ich ein bisschen trainiert habe. Wobei das eben momentan ein bisschen mit den AP blöd ist und so weiter und so fort. Ich muss wahrscheinlich auch demnächst ein paar Ether verwenden, weil ich muss eigentlich offscreen trainieren. Eigentlich schon, ja. Deswegen, ich weiß nicht, weil wir haben noch eine Heilstation jetzt hier in der Stadt hier, aber viel mehr auch nicht. Und wir haben noch die im Fels, nach dem Felstunnel, vor dem Felstunnel. Oder haben wir die Heilstation hier schon verwendet? Ich muss nochmal in den vorigen Parts schauen. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube, bin mir gerade nicht sicher. Moment, haben wir sie verwendet? Es könnte sein, dass wir sie verwendet haben. Sonst haben wir noch für den Fall der Fälle den Felstunnel, also die Heilstation vor dem Felstunnel. Dann werden wir die noch verwenden. Aber ja, ich muss auf jeden Fall noch trainieren. Ihr merkt es von den Leveln. Ich bin stark underleveled und gegen die Arenaleiterin wird es dann sehr schwer dementsprechend. Und Pantymos, ich hätte hier vielleicht auch auswechseln sollen, aber okay. Das sollte, glaube ich, auch passen. Ich wechsle jetzt einfach nochmal an Kusha, der sollte die Hits tanken und dann kann er schön auf einen Schlitzer gehen. Schlitzer sollte reichen. Ja, komm nochmal Schlitzer, critte ihn ein bisschen und dann ist alles safe. Und damit haben wir dieses Ding hier auch besiegt. Und Kusha reicht Level 31. Sehr, sehr cool. Und der Artist hier ist einfach besiegt worden. Aber der Sprite kommt mir, wie gesagt, nicht bekannt vor. Ich kenne alle Sprites aus der ersten Gen, aber der Sprite, der kommt mir nicht bekannt vor. Also überhaupt nicht. Da dämmert es noch nicht mal so ein bisschen. Normalerweise denkt man sich so, okay, jetzt wo ich ihn gerade sehe, ja stimmt, den gab es ja. Aber der Sprite, der kommt mir, wie gesagt,
null bekannt vor. Also wirklich null. Ja, interessant. Sehr interessant. So viel zu der Sache hier. Auf jeden Fall, ja, Tragosso auch nochmal easy wanted KO, Snack Rap und so. Aber was habe ich sonst noch zu erzählen? Schule und so weiter ist auch fast fertig. Bald bekomme ich meine Zeugnisse. Das wird auch dann nochmal interessant. Was ist interessant? Ja, ich kenne meinen Schnitt sozusagen eigentlich schon fast komplett. Mal gucken. Aber ja, ja, ja. Ich sage, wie gesagt, nicht wirklich was zu meinen Noten, denn ich weiß nicht, ich bin da jetzt kein großer Fan von. Vor allem, nachdem letztens ich im Stream ein bisschen was angedeutet habe und dann so, Alter, Present und dies und das und jenes und egal. Also, ist jetzt sowieso nicht negativ, ne? Also, ist jetzt nicht, dass ich irgendwie einen extrem schlechten Schnitt habe, aber es geht einfach nur darum, dass dann die Reaktion von manchen Leuten dann, ja, weiß nicht, ne? Kann manchmal ein bisschen blöd sein, deswegen möchte ich generell nicht über Noten sprechen und dementsprechend, ja, sage ich dazu auch nichts. Wieso habe ich das überhaupt angesprochen? Weil jetzt erst recht so rüberkommt. Ja, der will jetzt nicht über seine Noten sprechen. Entweder sind sie extrem schlecht oder sind sie extrem gut. Und ja, voll abgehoben der Typ, Mann. Oder voll schlecht der Typ, Mann. Ja, so viel zu der Sache. Egal. Ihr dürft da gerne eure Spekulationen drüber machen. Ich werde dazu nicht wirklich was sagen. Denn wie gesagt, bringt nicht viel. Das ist sowieso nicht so wichtig. Gut. Damit haben wir gleich auch Lavados besiegt. Und ich würde sagen, wir könnten noch bald den Part beenden, weil eigentlich möchte ich tatsächlich nicht hier gegen die Arena antreten ohne Gaius im Team und ohne vorher trainiert zu haben, und also gegen die Arena-Leiterin. Und ich glaube zumindest, dass das jetzt der letzte Kampf ist. Das könnte zumindest ganz gut sein. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Biss jetzt hier ausreicht. Bitte, weil ich möchte eigentlich nicht die anderen AP verschwenden kommen. Jetzt nochmal auf Biss gehen und damit haben wir es besiegt. Cassie erreicht Level 29, sehr, sehr schön. Und Pikachu kommt rein, okay. Da können wir wieder rauswechseln in Kusha. Das ist natürlich der Switch-In. Denn was will Pikachu gegen ein Sandama machen? Nicht wirklich viel. Nicht, dass ich wüsste. Deswegen setzen wir jetzt hier einfach mal auf den Schlitzer. Schau, dann müssen wir jetzt hier nicht unbedingt verbrauchen. Denn Pikachu hat jetzt auch nicht die beste Verteidigung überhaupt. Wobei er jetzt auf Heuler gegangen ist, was nicht so cool ist. Aber trotzdem reicht das aus durch einen Volltreffer. Also tschüss, Pikachu. War schön mit dir. Ach, Mewtwo, ist das jetzt dein Ernst? Okay, damit müssen wir uns von irgendeinem verabschieden wahrscheinlich. Nee, ich weiß gerade tatsächlich echt nicht, was ich machen soll. Ich werde irgendwas verlieren. Ich werde irgendwas hier verlieren, bin ich mir ziemlich sicher gerade. Ich möchte nicht Kusha verlieren. Schade, kann ich nicht reinwechseln. Ich habe halt auch noch den Heuler drin, was richtig blöd ist. Ach, come on. Kusha, du tankst bitte einen Hit. Ich gehe auf Schaufler. Er geht auf Psychokinese. Ich gehe auf Schaufler. Ja, doch, ich gehe auf Schaufler. Konfusion glücklicherweise. Bitte keine Verwirrung. Kein Crit, danke. Sternschauer, das trifft jetzt nicht mein Kusha. Es trifft ernsthaft mein Kusha unterm Boden. Volltreffer. Das wusste ich nicht, das ist ziemlich dumm. Okay, ich muss jetzt erstmal eine Top-Genie in den Hypertrank einsetzen. Das ist richtig blöd gerade. Das ist gerade richtig, richtig blöd. So, Kusha, wir heilen dich jetzt erstmal auf. Speeden das einmal ganz kurz. Und du crittest mit einer Psychokinese. Ich hasse Mewtwo! Nein! Ja, das ist jetzt easy Snack-Rap für Mewtwo. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich muss jetzt auf Toxin gehen. Ich kann mich auch nicht mehr hochheilen. Toxin, ja, Konfusion, super toll. Und jetzt muss ich irgendwas opfern. Und das ist, glaube ich, in dem Fall Scheroxa. Ich werde Scheroxa opfern müssen. Auf die Konfusion. Ich habe gehofft, vielleicht geht er auch auf Sternschauer. Aber nein, er geht auf Psychokinese. Dementsprechend, tschüss, Scheroxa. War eine lange Zeit, wie du gelebt hast, super toll. Kusha ist einfach gestorben. Das ist doch richtig dumm. Ja, das ist nice. Irgendwas stirbt jetzt hier noch dazu. Ja, nice. Ich werde Shy Guy noch dazu opfern müssen anscheinend, weil das Toxin noch triggern muss. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, Shy Guy stirbt jetzt leider auch. Ja, nice. Kann ich wegspeeden. Toll, super. Ich liebe dieses Spiel. Drei Pokémon gestorben. Nice. Ich muss jetzt Chara reinwechseln und einfach hoffen, dass irgendwas getankt wird. So, Rasierblatt, bitte Critter auch noch dazu, Aussetzer. Bitte nicht den Rasierblatt. Kaskade. So, Mewtwo, bitte, bitte. Vergiftung. Oh, das macht einfach gar keinen Schaden, weil das Toxin aus irgendeinem Grund kein schweres Gift in der ersten Gen macht. Ah, komm schon, Critter, bitte. Na, das war ein Critter, aber es war trotzdem kein Schaden. Wieder Aussetzer. Dankeschön. Immerhin stirbt Chara nicht. Aber das ist doch dumm. Das ist doch richtig dumm. Das ist doch richtig dumm, Mann. Ah, Mann. Ich hasse Mewtwo. Ich hasse es. Das ist so nervig in der
First-Gen-Nuzlocke, weil einfach alles zerstört wird. Gaius ist auch auf der Box. Gaius wäre das Pokémon, was es hätte handeln können, aber wegen dem blöden Regelverstoß, ja, verlieren wir hier 3 Pokémon. Nice. Auch noch wegen dem Crit unter anderem. Ich werde hier den Part beenden. Ich bin gerade super mad. Ich muss super viel trainieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.